ist mit so einem GTA? Ein GTA ist ein Spiel, ein GTA 5 ist ein Spiel, das hat schon jede Menge Möglichkeiten. Wie bei GTA Online halt üblich, man hat ein eigenes Fahrzeug oder eine eigene Basis und startet halt von da aus. Neben den Autos fände ich auch andere Fahrzeuge geil. Zwei Räder, Moped natürlich, alles soweit so gut, aber vor allen Dingen geil wäre es BMX. Schön mit dem BMX durch die Gegend gecruised und dann mit der Uzi. Warum bietet sich das Spiel für den Battle Royale Modus an? Was ich mir bei GTA Online gut für den Battle Royale Modus vorstellen könnte, wäre zum Beispiel, dass man Flugzeuge nehmen kann oder sich Boote klauen kann. Ich meine, wie cool ist es, wenn du nicht nach einer halben Minute aus deinem Flugzeug raus musst, sondern wenn du einfach zu irgendeinem Flughafen gehst, dir ein Flugzeug klaust und dann erstmal damit über die komplette Map fliegst. Anders als bei PUBG oder Fortnite, wo es ausschließlich Bodenkämpfe gibt, hätten wir in einem GTA Battle Royale die Möglichkeit, Luftkämpfe auszutragen. Und das im Late Game, so im Endkampf, das stelle ich mir ziemlich cool vor. Mit wie vielen Leuten könnte man das bei GTA machen? Normalerweise hat man ja eine gewisse Begrenzung. Und ein Battle Royale Game, finde ich, lebt davon, dass es halt vielleicht 100 Leute oder mehr sogar halt irgendwie hat. Da kommt ja demnächst auch noch was raus, bis zu 400 Spielern. Und ein GTA ist damit vielleicht leicht überfordert. Alternativ zur Zone könnte ich mir vorstellen, dass man dort das Fahndungslevel einfach erhöht. Dass ich sozusagen, wenn ich nicht in der Zone bin, also nicht im sicheren Bereich, dann werde ich stärker gejagt von der Polizei. Und irgendwann wird das Polizeiaufgebot so krass, dass ich mich dort einfach nicht mehr aufhalten kann. Aber ich kann da taktisch mitspielen und noch mich so einen Moment theoretisch dort auch verstecken. Wie cool ist es, wenn du da plötzlich stehst mit deiner Waffe, 20 andere um dich rum und alle wollen diese Bank ausrauben? Ich stelle mir gerade vor, dass wir mit unserem Squad unterwegs sind und unser Kundschafter, der vorgelaufen ist, uns durchgibt, dass ein gegnerischer Squad mit einem Fahrzeug in unsere Richtung unterwegs ist, dann können wir einfach Barrikaden aufbauen, Nagelbetten zum Beispiel, und den gegnerischen Squad so abfangen. Oder wenn man einen Spieler tötet, dass man das Geld einsammelt und dann dafür irgendwie, weiß ich nicht, Verstärkung für eigene Fahrzeuge kauft, die dann halt aufbessern kann. Die Polizei könnte dort verschiedene Rollen auch übernehmen. Also wenn die sich einmischen würde in das Geschäft tatsächlich und einen zwischendrin auch mal jagt, wenn sie einen erwischt hat zum Beispiel, wie ich einen Gegner eliminiere und dann kriege ich irgendwie Fahndungslevel, macht das für den individualen Spieler nochmal schwieriger. Das heißt, ich muss mir vielleicht sogar überlegen, wo mache ich den Kill? Mache ich den von weit weg mit dem Scharfschützengewehr, wo mich keiner entdeckt, oder renne ich direkt durch die Straße, wo ich von der Polizei gesehen werde? Überhaupt dann sehr spannendes Thema, ob's NPCs geben könnte. Bei Waffen müssten natürlich alle Waffen verfügbar sein, sowohl Bazookas als auch eventuell die Dildos aus GTA 3. Um so ein Gegenstück zu finden zu den Lootboxen, die wir aus PUBG oder Fortnite kennen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das in einem GTA Battle Royale bestimmte Orte sein können, an denen wir besonders spezielle Waffen finden. Das ist dann aufregend, weil das ja auch die anderen Spieler wissen, aha, okay, das ist ein Hotspot, und dann kann man sich entweder dazu entscheiden, man legt sich in die Ecke und laut auf, oder man stürmt drauf zu, weil man der Erste sein will mit der besonders guten Waffe. Eine coole Variante für GTA wäre es, wenn man den Gegner mit einem Baseballschläger oder mit einem Messer finishen könnte. Wenn man jetzt mal die Möglichkeiten mit den Fahndungsleveln nochmal weiterspinnt, dann lässt sich da auch eine ganze Menge übernehmen aus dem Original GTA, dass ich, wenn ich tatsächlich irgendwie zu viel Polizeidruck habe, mein Auto umlackieren kann, all die Sachen, die man früher geliebt hat, dass ich möglicherweise mich in irgendeinem Quartier verstecken kann. Andererseits könnte man das Geld natürlich auch für Klamotten benutzen, also wenn man da Bock drauf hätte. Ist ja bei Fortnite und anderen Konsorten ja nicht anders. Als großer Fan von den ersten GTA-Spielen und auch von den modernen 3D-GTA-Spielen würde ich mir so ein Battle Royale auf jeden Fall angucken oder auch kaufen. Ich fände das einfach richtig cool. Diese Welt ist ja riesengroß und dann gäbe es ja Städtekämpfe. Das könnte ich mir als Modus gut vorstellen, dass man da gegen seine Kollegen spielen könnte. Also ob es da wirklich reizwert ist, da einen Battle-Royale-Modus reinzubringen, weiß ich nicht.